Arena Beratungswochen. Powered by Pfanzelt. Herzlich willkommen zu den Pfanzelt Forst Arena Beratungswochen. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir in dieser schwierigen Zeit, in der es keine Messen und Ausstellungen gibt, mehr Informationen zu euch bringen können und auch auf eure Fragen individuell eingehen können. Aus diesem Grund haben wir die Pfanzelt Forst Arena Beratungswochen ins Leben gerufen. Von heute an gibt es 4 Veranstaltungen, wo wir euch sowohl die Seilwinden als auch die Rückanhänger der S-Line und der Profi-Baureihe im Einsatz vorstellen und danach individuell auf eure Fragen eingehen. Heute starten wir mit der S-Line Seilwindenbaureihe. Das ist die Seilwindenbaureihe für Semiprofis und Waldbauern, die aber trotzdem auf der Getriebetechnik beruht und die Pfanzelt seit 2008 mittlerweile im Programm hat. Im Hintergrund, die S160 Getriebeseilwinde ist ja schon voll im Einsatz und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Getriebeseilwinden waren aufgrund ihrer schweren und teuren Bauweise bislang nur für den Profibetrieb erschwinglich. Doch mit der Pfanzelt S-Line-Serie ist jetzt der perfekte Spagat gelungen. Technisch unterscheiden sich diese Geräte kaum von einer professionellen Getriebeseilwinde. Sie sind aber deutlich preiswerter und vor allem leichter und kompakter. Ideal für den Einsatz bei Semiprofis und im Bauernwald. Die Seilwinde wird über die Dreipunkt-Hydraulik angebaut. Bei der Fahrt auf der Straße bildet sie eine kompakte Einheit mit dem Traktor. Im Wald angekommen, wird zunächst das Schild abgesenkt und in den Boden geschoben. Im Vorbeigehen schaltet man die Zapfwelle ein. Dann noch den Funkgürtel anziehen, die Jokerketten mitnehmen und schon kann's losgehen. Die S-Line-Seilwinden sind serienmäßig mit einer professionellen Funksteuerung inklusive Motordrehzahlverstellung, Start-Stopp und neuer Drucktaste für das Ziehen ausgestattet. Der optionale Seilausstoß senkt den Kraftaufwand beim Ausziehen erheblich. Die Ausspulvorrichtung wird mechanisch angetrieben und hydraulisch geschaltet. Die Ausrichtung der Seiltrommel in Zugrichtung ermöglicht einen besonders leichten Seilauszug und geringen Verschleiß. Das bestätigen auch unabhängige Prüfungen des KWF. Nachdem die Stämme ans Seil gehängt wurden, kann man den Einzug betätigen. Alle Funktionen werden über die serienmäßige Funkfernsteuerung bedient. So kann der Forstarbeiter außerhalb des Gefahrenbereichs agieren und hat das Geschehen immer perfekt im Blick. Der Funk erfüllt bereits die neue Norm DIN EN 17067. Sollte der Funk seinen Dienst verweigern, so kann man im Handumdrehen mit der serienmäßigen Handsteuerung weiterarbeiten. Die niedrige Seileinlaufhöhe ermöglicht ein komfortables Arbeiten ohne untere Umlenkrolle. Durch die transparente Abdeckung aus hochfestem Plexiglas kann man den Schwenkarm der mechanischen Seilverteilung beobachten, der beim Einziehen das Seil gleichmäßig aufspult. Eine federbelastete Druckrolle hilft zusätzlich, das Seil optimal über die komplette Breite der Trommel zu verteilen. Die Einlaufbremse sorgt für eine straffe Wicklung, auch wenn keine Last gezogen wird. Sobald die Last größer wird, öffnet sich die Bremse automatisch. Beim Ausziehen des Seils ist sie grundsätzlich offen. Das Seil greift man idealerweise immer am Tutum an, eine Kunststoffhülse, welche die Hand vor Quetschungen und Verletzungen durch Seilschäden schützt. Der Antrieb der Seilwinde erfolgt über die Traktorzapfwelle mit 540, 750 oder 1000 Umdrehungen pro Minute. Von der Gelenkwelle wird die Antriebskraft über ein Sternradgetriebe auf das Präzisionsschneckengetriebe im Ölbad übertragen. Das gewährleistet einen laufruhigen Betrieb und eine lange Lebensdauer. Peter Voderholzer erklärt die Technik. Bei dem Schnitt durch das Herzstück einer S-Line-Getriebeseilwinde, nämlich das Getriebe an sich, sieht man auf der einen Seite das laufruhige und im Ölbad laufende Schneckenradgetriebe und hier in der Mitte die Kupplungs- und Bremslamellen, die eine präzise Steuerung ermöglichen und eine perfekte Überschneidung. Mit der Pfanzelt-Präzisionssteuerung PPS kann die Seilwinde an die jeweilige Rückkehrsituation angepasst werden.
Durch Vorwahl an der Funksteuerung kann der Beniner schnell und unkompliziert die Überschneidung von Kupplung und Bremse in 3 Stufen verändern. Ideal für windenunterstützte Baumfällungen wie in diesem Einsatz. Um das Unfallrisiko zu minimieren und den Baum in die korrekte Falllinie zu ziehen, hat der Forstarbeiter das Seil zuvor mit einer Rolle umgelenkt. Der Baum selbst wurde mit einer Spezialschlinge fixiert, die mit einer Verlängerung auf die richtige Höhe gebracht wurde. Jetzt kann die Fällung beginnen. Zuerst den Fellkerb heraussägen, dann einige gezielte Schnitte an der Rückseite. Schlussendlich wird der Baum mit einem gezielten Windenzug zu Fall gebracht. Dreipunkt-Getriebeseilwinden haben bei Pfanzelt eine lange Tradition. Sie waren das erste Produkt nach der Gründung vor knapp 30 Jahren. Noch heute werden alle Geräte am Firmensitz in Rettenbach im Allgäu gebaut und ständig weiterentwickelt, um die steigenden Ansprüche der Forstpraxis erfüllen zu können. Entgegen dem weitläufigen Trend kauft Pfanzelt nur wenige Teile zu. Eine hohe Fertigungstiefe ermöglicht kurze Lieferzeiten und sichert größtmögliche Zuverlässigkeit und Qualität aller Bauteile. Die Pfanzelt S160 erreicht eine maximale Zugkraft von 6 Tonnen. Es gibt noch ein kleineres Modell mit 5 Tonnen und ein größeres mit 7,2 Tonnen Zugkraft. Die Seiltrommel hat einen besonders großen Durchmesser, was wiederum einen sehr geringen Zugkraftverlust von der unteren zur oberen Seillage bewirkt. Wer kennt das nicht? Beim Einziehen verklemmt sich der Stamm an einem Wurzelstock. Das gespannte Seil muss jetzt gelöst werden. Das führt allerdings oft zu Seilsalat, weil die Trommel abrupt beschleunigt und nachläuft. Abhilfe schafft die automatisierte Trommelnachlaufbremse PTB. Sie erkennt eine solche Beschleunigung, bremst über innenliegende Magnete die Trommel automatisch ab und sorgt so für eine saubere Wicklung. Alle S-Line-Getriebeseilwinden verfügen über ein Schild aus hochfestem Feinkornstahl. An der S160 ist es serienmäßig 1,5 Meter breit. Bei dem hier gezeigten Modell hat das Schild eine Breite von 1,8 Metern. Durch die Keilform können auch seitliche Zugkräfte sicher aufgenommen werden. Dank seiner robusten Bauweise kann man das Schild auch zum Wegschieben von Astmaterial und zum Poltern verwenden. Traktorseitig gibt es praktische Halterungen für die Motorsäge und einen Benzinkanister. Die Ketten können in 2 großen Staufächern untergebracht werden. Ein praktisches Detail ist die Rangierkupplung, die einfach von hinten durch das Schild gesteckt, verdreht und mit einem Federstecker gesichert wird. An beidseitigen Halterungen können die Jokerketten eingehängt werden, ideal zum Rücken von Kurzholz. Das verstellbare Gitter über dem Schild bietet Schutz für den Bediener und verhindert Schäden am Traktor, beispielsweise nach einem Seilriss. Zum platzsparenden Abstellen kann man es mit wenigen Handgriffen nach unten klappen. Am Frontlader unseres Traktors ist eine hydraulische Rückezange angebaut. Eine wertvolle Hilfe beim Rücken oder Verladen von Stammholz. Alle Funktionen werden über den Frontlader-Joystick bedient. Der Endlosrotator erlaubt eine exakte Platzierung des Greifers. Die Bezeichnung Pfanzelt RZ230 bezieht sich auf seinen Öffnungsquerschnitt von 0,23 Quadratmetern. Alternativ kann die Rückezange auch an die Dreipunkthydraulik des Traktors gekoppelt werden. So, das war die S160 Pfanzelt Getriebeseilwinde live im Einsatz. Wir wollten euch die Technik erklären. Natürlich wird die ein oder andere Frage dabei übrig geblieben sein, aber dafür gibt es jetzt gleich im Nachgang eine Live-Veranstaltung, wo ihr genau diese Fragen stellen könnt. Einfach www.forstarena.de und da sehen wir uns gleich wieder. Natürlich könnt ihr uns eure Fragen auch einfach in die Kommentare schreiben und wir beantworten die dann im Nachgang. Am Freitag geht es bereits weiter mit den Profi-Getriebeseilwinden. Nächste Woche könnt ihr dann die Rückanhänger live im Einsatz sehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid.